Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Channel. Freunde, das Video kommt erneut etwas später. Diesmal lag es aber einfach daran, für die, die mir bei Instagram folgen, die wissen schon Bescheid. Ich war die ganze Woche über krank, also erkältet, sage ich jetzt mal, mit einer leichten Grippe eventuell, würde ich es jetzt noch nennen. Deswegen kommt das Video erst heute, was vom Datum her aber gar nicht so schlecht ist, weil 24. November, noch 4 Wochen bis Weihnachten und wir machen heute keine Tower Review. Ich habe mir hier mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was ich euch in dem Video hier so sagen möchte, was vor allem jetzt die letzten 4 Wochen des Jahres noch so passieren wird, beziehungsweise was da auf euch zukommt, um euch ein bisschen die Weihnachtszeit natürlich auch zu versüßen. Aber bevor wir dazu kommen, es kann sein, dass ich hier und da mal den ein oder anderen Cut setzen muss, weil ich immer noch etwas angeschlagen bin. An sich geht es mir jetzt etwas besser schon wieder. Wie gesagt, ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Nicht wundern, wenn ich immer mal ein bisschen abspicke. Was erwartet euch? Für die, die schon länger auf meinem Kanal sind, die kennen das Spiel natürlich, dass ich im Dezember immer ein kleines Dankeschön an, ich sage jetzt mal, meine Community raushaue. Einfach für den Support, für das, einfach dafür, dass ihr euch meine Fresse anguckt. Dafür gibt es im Dezember, die meisten werden es kennen, immer ein kleines Dankeschön, und da wird es auch dieses Jahr wieder ein Gewinnspiel geben. Bei dem Gewinnspiel wird es 2 Gewinner geben. Das Ganze wird am Freitag, kommt dazu noch ein extra Video, da wird es dann starten sozusagen, das Gewinnspiel. Ich kann euch so viel sagen, der erste Platz wird eine Pfeife sein, eine kleine Reiseshisha, habe ich mir auch schon eine rausgesucht im Netz, die dann verlost wird. Der zweite Platz kriegt dann natürlich etwas kleineres, muss ich mir noch einen Kopf machen, was ich da verlose. Das wird auf jeden Fall auf euch zukommen. Sprich, wird dann kommende Woche starten. Was erwartet euch noch im Dezember? Im Dezember erwartet euch unter anderem auch noch das für mich, muss ich sagen, größte Unboxing, was es hier auf diesem Kanal gab oder bisher gegeben hat, sage ich mal. Da will ich auch gar nicht eigentlich zu viel sagen, weil ich will da auch jetzt nicht spoilern oder so. Auf jeden Fall wird es noch ein großes Unboxing geben. Entweder es wird kommen, während das Gewinnspiel läuft, je nachdem, wie lange ich das Gewinnspiel laufen lasse. Oder es kommt nach dem Gewinnspiel, dann so Mitte Dezember. Aber auf jeden Fall kommt es im Dezember, das ist safe. Das habe ich mir schon so gelegt alles. Ich habe mir das so im Kopf schon vorbereitet. Dann wird sich vor allem hier um mich rum noch etwas tun. Ihr werdet es jetzt schon gesehen haben in den letzten Videos, dass die Wand hier hinter mir ist etwas neu gestaltet mit den Dämmmatten und den LED-Stripes hier oben. Das ist aber nur, sage ich mal, so was für mich, für die Optik, was ich auch mal zwischendurch machen kann. An sich ist hier geplant, dass ich die Videoqualität der Videos noch ein Stück verbessern möchte. Ich weiß, ganz am Anfang habe ich angefangen mit dem Tablet zu filmen. Jetzt habe ich hier die Webcam und ich will aber noch eine Stufe höher von der Qualität der Videos. Da wird sich hier noch einiges ändern. Zum Beispiel ist geplant, dass ich mir einen Rechner hole, dass wir vor allem in den Streams einen flüssigen Stream haben. Für Twitch-Streams habe ich sehr viel geplant. Ich will zum Beispiel dann, aktuell ist meine PlayStation noch im Wohnzimmer, ob die da bleiben wird, weiß ich nicht. Eventuell bleibt sie auch da. Aber ich habe mir vor 4 Wochen, glaube ich, 4 Wochen müssten es sein, habe ich mir eine PlayStation 1 geholt. Was für mich reine Kindheit ist, was einfach damit, habe ich damals angefangen mit PlayStation Song, die ich mir für die Streams geholt habe, weil ich möchte auf Twitch Retro-Streams sozusagen machen. Streams nicht, wie es eigentlich 95% der Streamer machen mit den neuesten Spielen. Ich will halt mal diesen ganzen alten Kram mal wieder rausholen, dass man das streamt. Ich habe mir von PlayStation 1 schon ein paar alte Klassiker besorgt, die ich natürlich dann gerne streamen möchte, muss ich halt schauen, ob es klappt. Hängt vom Rechner dann ab, den ich mir hole, und dann kommen auch sozusagen, also wenn ihr jetzt an meiner Stelle hier sitzen würdet, habe ich jetzt hier mein MacBook vor mir, da kommen Bildschirme hin, dann wird die PS1 da angeschlossen
Und dann möchte ich gerne sowas streamen. Natürlich wird auch ab und zu mal ein neues Spiel dazukommen, ganz klar. Das soll sich halt ändern, die Qualität der Videos, die Leistung. Wie gesagt, ein Rechner soll kommen. Dazu kommt dann auch noch eine Roomtour, dann je nachdem, wie schnell ich den Rechner rankriege, wird dazu noch eine Roomtour kommen. Das ist geplant. Dann will ich nächstes Jahr wirklich versuchen, dass ich 2 Videos die Woche bringe. Da kann es natürlich sein, dass ich die Videotage noch verschieben. Eventuell behalte ich den Freitag trotzdem, sage ich mal, und bringe dann zum Beispiel Montag noch ein Video oder so. Oder je nachdem, wie Twitch läuft, könnte man dann sagen, man macht Montag ein Highlight-Video von den Twitch-Streams, dass auch die Leute das sehen können, die nicht bei Twitch sind. Oder wir machen einfach 2 Shisha-Videos die Woche. Werden wir sehen, wie ich das Ganze natürlich auch zeitlich hinkriege. Ich gehe natürlich noch nebenbei arbeiten. Ja, Freunde, das ist eigentlich so das Grobe, was ich euch mitteilen wollte. Natürlich jetzt erstmal im Vordergrund steht natürlich das Gewinnspiel für euch als Danke. Dann das Unboxing, dann wird es, denke ich, zur letzten Folge in 2019 werden wir nochmal so eine Laberrunde machen mit Bedanken und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Also wie gesagt, das Gewinnspiel ist für euch jetzt erstmal, für euch denke ich, am interessantesten. Eventuell auch noch das Unboxing. Auf das Unboxing freue ich mich wirklich richtig extrem. Und ja, dann wird sich natürlich hier noch vieles ändern. Aktuell, das was ihr so seht, da sieht das Ganze ja schon relativ fertig aus. Das soll im Grunde auch so bleiben. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, so in die Richtung hier gucke, kannst du eigentlich keinem zeigen, wie das hier aussieht. Und das soll sich alles noch ändern. Das soll sich halt, wirklich ein richtig schönes, kleines, gemütliches Studio werden. Um nochmal auf das Setup, was hier so um mich rum ist, zurückzukommen. Ich habe ja gesagt, hier kommt ein Rechner mit Bildschirm und so weiter. Es wird auch eine neue Kamera dazukommen. Aktuell filme ich ja mit einer Webcam von Logitech, glaube ich. Die wird jetzt nicht verschwinden. Ich habe mir da schon was überlegt, beziehungsweise bei manchen Streamern so ein bisschen abgeguckt, wie man die trotzdem noch verwenden könnte, dass es vielleicht gerade so für Streams relativ gut aussieht. Aber auch eine neue Kamera wird hier kommen, die speziell dann auch für Vlogs, zum Beispiel auf der Shisha-Messe in Frankfurt, genutzt wird. Und natürlich, um die Qualität der Videos höher zu gestalten. Ja, Freunde, das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein. Ein kurzes Video, damit ihr mal so wisst, wie gesagt, was jetzt so die nächsten Wochen auf euch zukommt. Ich freue mich richtig, wie das hier alles ablaufen wird, sei es Gewinnspiel, sei es Unboxing, sei es was hier um mich rum noch passieren wird. Freue ich mich auf jeden Fall sehr auf die nächsten Wochen. Wie gesagt, das mit dem Rechner muss ich schauen, wie schnell ich das schaffe. Ich versuche es natürlich schnellstmöglich zu erledigen. Bin da auch schon fleißig nebenbei am Suchen, was für eine Kamera, was für ein Rechner etc. pp. Und ja, dann würde ich sagen, geht der letzte Zug auf euch. Ich hoffe, euch hat auch mal so eine kleine Quasselrunde von meiner Seite aus gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Freunde, geht der letzte Zug jetzt hier auf euch. Ich wünsche euch einen angenehmen Wochenstart. Übersteht die Arbeitswoche oder die Schulwoche, was auch immer. Und jetzt der letzte Zug auf euch. Haut rein.